Hallo Fische, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Fische, bitte verzeih, ich musste gerade so lachen, weil ich hatte gerade angefangen zu sprechen und musste eigentlich husten und irgendwie war der Husten auf einmal weg. Sorry. Fische, ich möchte heute gerne mit dir, für dich, für deine Energie, für dein Sternzeichen, für die Person, die du vom Sternzeichen Fische kennst, diese Legung Dezember 2022 teilen. Schau mal, ich wollte gerade anfangen zu mischen, ja, und man sagte mir so, ja, meine Geistführer so, halt mal hoch. Fische, echt das Loslassen. Ja, denk dran, eine sehr gute Freundin von mir, das ist ihre Lieblingskarte. Das heißt schon wieder, ja, dass die Fischenergie aus vielerlei Gründen ins Loslassen geht, ja, ins Ab nach vorne geht, ins Vertrauen geht und aus all dem Unmögliche das Mögliche machen kann, wenn man bereit ist, auch zu erkennen, dass die Fähigkeit, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und anders sich zu verhalten und anzunehmen, sehr wertvoll sein kann. Okay? Fische, bitte erlaube dir, auch die ältere Generation, die Witwer unter euch, ja, mit mir zusammen dem Tarot zu fragen, was erwartet Fische im Monat Dezember 2022? Ja, denkt dran, es kann euch vieles erwarten, wenn ihr eine Transformation annehmt, wenn ihr resoniert und bereit seid auch, ja, über den Tellerrand hinauszuschauen. Fische, jawohl, die Gerechtigkeit macht sich breit. Eine höhere Frequenz kommt an den Start. Einige Fische geht ihr nicht nur ins Loslassen, sondern habt ihr Veränderungen, die vom Schicksal bestimmt sind, schon angezogen durch einen Gedankengang, den ihr verändert habt oder verändert werdet, ja. Etwas, was Gerechtigkeit bedarf, wird gerecht werden. Von der geistigen Welt gibt es einen Aufwacher, aber auch in dir kommt ein Aufwacher. Ja, gerade die geistige Welt, Erzengel Gabriel, kommt hier nochmal und macht sich visibel. Aber vor allen Dingen, für viele Fische von euch geht es hier in erster Linie, sich mit sich selber zu verbinden, aufgrund vielerlei Situationen, okay, um sich die Zeit zu geben, in die Klarheit zu kommen, in die Befreiung zu kommen, okay? Fische, denkt dran, viele Menschen schreiben mich an und sagen, Alena, kann es sein, dass die Sachen verzögert kommen? Das, was du mir letzten Monat gesagt hast, kam erst einen Monat später. Ja, es steht und fällt mit euren Entscheidungen, wie ihr dekretiert, wie ihr agiert, wie ihr resoniert. Jede Entscheidung, ja, kann viele Sachen verändern. Wenn ihr euch nicht den Raum gibt, über Dinge nachzudenken, guck mal, die Karten möchten sich nicht lassen, mischen lassen. Ja, man versucht mir auch gerade den Mund immer wieder so zu verschließen. Das heißt, einige Fische können im Monat Dezember vielleicht in einer Energie sein, sich nicht der Wahrheit zu stellen oder vielleicht in einer Frequenz zu sein, dass eine Wahrheit, eine Veränderung, ja, sich nicht ganz so zeigen darf. Es gibt Fische, die sind voll im Flow, ab nach vorne. Ja, Stier, Jungfrau Steinbock, es wird viel geredet. Es kommt die Veränderung, ein Umzug, ja. Die Seele möchte geliebt werden, die Seele möchte Gehör finden. Wir haben ein paar Überforderungen, okay. Aber es kommt wieder die Freude, die Stabilität, ein Vertrauen kommt zurück. Gesundheitlich gibt es ein paar Konflikte für die einen oder anderen. Vorsichtig mit Untreuen, vorsichtig mit mehreren Kisten, die ihr da am Start habt, okay? Vorsichtig mit Überfällen, mit geldfinanziellen Sachen, wo man Geld von euch fordert, ja? Jemand könnte dir vielleicht sagen, weißt du was, kannst du mir mal eben 100 Euro leihen, weil ich muss da was bezahlen und du machst das dann guten Herzens und auf einmal heißt es so, ja, tut mir leid, aber ich kann dir das Geld nicht zurückbezahlen. Vorsichtig, ja? Ende eines Zyklus von Ballast, Ende eines Zyklus gesundheitlicher Natur, das Ende einer sehr hin und her gerissenen Phase bei einigen Fischen unter euch, ja, und du kommst wieder in die richtige Gleichgewichtsenergie. Die Fische, die beruflich, ja, und existenziell voll in ihrer Mitte sind, auch spirituell sehr aktiv, ja, sehr in der Verbundenheit, wo alles tausendprozentig glatt läuft, bleibt am Start, es ist alles perfekt und es wird noch schöner werden. Okay? Ich gebe euch später auch ein paar Buchstaben und ein paar Zahlen. Wir haben also eine Fischenergie, die schon vielleicht spürt, dass etwas auf sie zukommt, die vielleicht auch schon spürt, dass sich hier was verändern wird. Am zweiten haben wir eine Verbundenheit zu sich selber, eine Verbundenheit mit der Liebe, eine Verbundenheit in der Partnerschaft. Man redet über Sachen, auch mit Freunden, ja, oder auf der Arbeit. Du kommst in eine Kommunikation, in eine Klärung, wo dein emotionales Feld absolut im Einklang sein wird, ja. Das zieht sich dann auch noch bis zum vierten hin. Das heißt, möchtest du eine Bewerbung schreiben, eine Gehaltserhöhung einfordern, möchtest du Ansehen auf der beruflichen Ebene haben, okay, oder etwas mit sehr viel Enthusiasmus klären. Der zweite bis zum vierten werden mega tolle Energien sein, um das zu machen. Und am zehnten auch.
Okay? Einige von euch könnt ihr aber auch am 4. sehr überfordert sein, weil etwas zu stark ist, Gefühle sind zu stark, ja? Du bist sehr überwältigt durch etwas Positives, ja, und kannst damit nicht umgehen. Andere von euch werdet ihr aber auch schon erfahren, dass jemand euch betrügt oder ihr fühlt euch in eine Energie betrogen zu sein oder ihr betrügt vielleicht oder ja, es kommt ein negatives Ergebnis auch gesundheitlicher Natur. Wir haben alle Energien hier, aber Fische, Waage, Wassermann, sei damit vorsichtig, die begleiten dich echt schon seit Monaten, ja, wo ich sage, das darf nicht wahr sein. Also die Zwillingsenergie ist echt nicht gesund für Fische im Moment wieder einmal, ja, aber wie gesagt, das ist eure eigene Entscheidung. Seid einfach nur achtsam. Wenn es um Operationen geht, wenn es um Geschlechtsorientierung geht, Geschlechtsumwandlungen, Zahnarztbesuche, Arztbesuche, alles, was mit der Gesundheit zu tun hat, vom 4. bis zum 7. solltest du ein bisschen auf die Signale deines Körpers achten. Ja? Denk dran, es kann auch sein, dass falsch positive Ergebnisse kommen, aber denk dran, es kann auch sein, und es wird auch so sein, dass irgendein Hinterhalt auf dich lauert, auch von der Arbeit, von der Vergangenheit. Also es gibt viele Redereien über dich, aber da stehst du drüber. Achte nur auf deine Gesundheit. Ich sage euch die Sachen, die euch nicht so gefallen, die das Tarot mir aufzeigt. Und ich sage euch die tollen Sachen, genauso wie das Tarot mir das aufzeigt. Denkt dran, die Wahrheit kennt nur einen Weg. Okay? Aber am 4., wie gesagt, 2. bis 4. werden eigentlich tolle Tage. Aber seid trotzdem ein bisschen achtsam. Vom 4. bis zum 7. einige von euch vorsichtig sein, gerade auch auf der Arbeit oder wem ihr was anvertraut. Euer Vertrauen könnte missbraucht werden. Dann starten wir. Am 10. kommt eine finanzielle Geschichte. 10., 12. werden perfekte Tage sein, um Geldinvestitionen zu machen. Okay, um etwas zu investieren. Einen Lottoschein, eine Erbschaft kommt vielleicht auch. Okay, aber vor allen Dingen kommt etwas auf dich zu, wo ich sage, perfekte Geldeinnahmequelle. Nutze diesen Flow in diesen Tagen, um deine Finanzen zu justieren, deine Finanzen neu zu ordnen. Okay, ganz, ganz, ganz wichtig, es sieht super toll aus. Am 7. kommt auch nochmal eine klasse Veränderung. Nicht nur beruflicher Natur, ein Umzug, eine Reha, eine Fortbildung, ja. Du hilfst jemandem beim Umzug vielleicht. Du machst eine Veränderung, wo es darum geht, nach vorne zukunftsblickend zu sein. Egal, ob du verwitwet bist, egal, ob du eine ältere Generation angehörst, ja, egal, ob du 5 Kinder hast oder egal, ob du einfach nur ein armer Floh bist, ja, der keine Seele um sich herum hat, weil er sich verbarrikadiert hat. Ja, also absolut raus da. Alles ist gut. Es ist genau so, wie du es provoziert hast oder provozieren wirst. Hast du eine Belastung familiärer Natur? Hast du einen Seelenschmerz, weil ein Mensch sich nicht meldet, weil du unentschlossen bist, für wen du dich entscheiden sollst, ja? Weil du vielleicht einfach eine totale Überforderung fühlst, ja, dass du die Portaltarot als sehr anstrengend empfindest, Fisch, ja, dass du vielleicht auch merkst, am 10. Alena, trotz aller positiven Energien, also der 4. und der 10. werden entweder einen Zwiespalt auslösen, bei den einen oder anderen, ja, kontraproduktiv, aber es kann auch sein, dass du von einem Moment auf den anderen von, yeah, super toll, auf, oh Gott, ich kann nicht mehr. Ja, vorsichtig. Nicht alle, aber einige werden so sein. Okay, ab dem 12. kommt wieder die Selbstfindung. Ja, jemand kommt auf dich zu, du kriegst wieder finanzielle Hilfe, du wirst sehr gefragt sein, sehr kommunikativ sein. Du ziehst irgendwie die Energie an, ja, du bist sehr in der Ausstrahlung. Du wirst sehr gefragt sein oder du wirst sehr kommunikativ sein. Das heißt, dein Enthusiasmus, deine Power, deine Leidenschaft, deine Bodenständigkeit kommt genau in dem Flow, wie es sein darf. Traue dich, zeige, wer du bist, aber in dem Rhythmus, wie es sein darf. Okay? Schau mal. Alleinerziehende, Verwitwete, ältere Generation, ja, Singles, die ihr keinen in eurem Leben habt. Hier sagt dir die Liebe, du wirst sehr passionierte Anziehungskraft haben auf andere Menschen, aber sei auch vorsichtig, denk dran, wir hatten hier schon den Hinterhalt, okay? Vorsichtig, dass du nicht reinfällst auf einen Heiratsschwindler, auf eine Mehrfachbeziehung, ja, jemand, der in mehreren Beziehungen festhängt. Okay, sei ein bisschen vorsichtig, wem du dein Herz öffnest. Hast du aber jemanden gefunden oder triffst jemanden im Monat Dezember? Lattewurst, ob aus der Vergangenheit, Lattewurst, ob es ein Ex-Partner ist, Lattewurst, ob es der Mensch ist, ja, den du in deinem Herzen haben wirst oder haben könntest, aber nichts mit dem hast, ja, also niemanden. Kann man hier sexuell nochmal was aufbauen, wenn man das möchte, okay? Aber der Teufel heißt nie etwas Gutes, deswegen sage ich dir, sei einfach ein bisschen achtsam. Wenn wir diese Schiene aber rauslassen, ja, und du gesundheitlich fit bist und du dir die Möglichkeit gibst,
ja, jemanden in dein Leben zu lassen. Latte egal, ob du den kennst oder nicht kennst, diese Person, ja, ganz egal, eine Seelenverbindung findet den Weg zu dir. Die Seele möchte leben, der Körper möchte befriedigt werden, das Herz möchte wieder lachen. Und Fische gibt sich die Zeit zu sagen, okay, was habe ich zu verlieren? Gar nichts. Und in dem Moment, wo du dich öffnest, durch eine Reise, ja, durch eine Kaffeefahrt, ja, durch einen Ausflug, durch einen Krankenhausaufenthalt, durch eine Kur, durch was weiß ich auch immer, kommt auf einmal diese Energie, wo du sagst, Bauer, das ist das. Ja, und du kommst wieder ins Lachen, in die Freude. Es sind zwei verschiedene Menschen. Die eine Energie ist blond, rotblond, braunhaarig vielleicht, ja, hellere Hauttyp eher oder gefärbte Haare. Jemand Impulsives, der wirklich Sex-Appeal hat. Ältere Generation auch vielleicht schon, auf jeden Fall schon über 30, wo du sagst, yes, honey, das ist super. Dann kommt aber jemand anderes, der Ausländer ist oder Ausländertyp hat oder ausländische Wurzeln hat oder du hast vielleicht rotblonde Haare oder hast ein Ausländergen in dir. Ja, kann auch durchaus sein. Okay, aber jemand, der graumelierte Haare haben könnte, anfangs von graumelierten Haare, aber vorher dunkle Haare hatte oder ein dunkler Hauttyp war, ja, und dieser Energie ist sehr gesprächig, reist gerne, ist beruflich vielleicht noch aktiv, okay, aber kann dir vielleicht auch manchmal auf den Pin gehen durch zu viel Kommunikation, aber das kann man klären. Beide Energien sind sehr, sehr schön für dich. Für die einen oder anderen kommt auch wirklich die Ex-Konstellation, diesen Herzensmenschen, ja. Oder du hast dir schon einen Herzensmenschen gewünscht, irgendwann mal von der geistigen Welt. Das kommt auch zu tragen. Teile dich sexuell passioniert, wenn du noch aktiv bist, okay? Weil es wird ein toller, gesegneter Monat für viele Fische auf verschiedensten Ebenen. Die ihr in Dreieckskisten, Vierieckskisten seid, ja, die ihr eine Ja-Nein-Partnerschaft habt, generell eine Partnerschaft. Die Partnerschaften können unter dem Kakao gezogen werden, durch Erschöpfungen, durch Krankheiten, durch Diskommunikation. Okay, ich rede jetzt erstmal nur von Partnerschaften. Ja, durch eine 3x-4x-Kiste. Man rauft sich wieder zusammen, weil man einfach die Seelenliebe spürt, ja. Man redet viel, man fühlt sich auch trotzdem irgendwie hingezogen. Man gibt sich die Stabilität, man hat Familie. Okay, man möchte nach vorne schreiten. Alles, was du möchtest. Aber wichtig ist, dass du mit dieser Partnerschaft, in der du gerade bist, auch wirklich ehrliche Absprachen triffst, ja, egal in welche Richtung, damit sich beide auch wohlfühlen und damit das nicht in dem anderen das Gefühl der Vernachlässigung, der Untreue, der hier geht's nicht mehr weiter. Also vorsichtig, du kannst hier eine Trennung, eine ja Verunsicherung in deiner Partnerschaft vorgreifen, vorsichtig, ja. Andere Partnerschaften laufen rund, ja, die sind im Flow, die haben alles, was ihr euch vorstellen könnt. Es wird ein tolles Dezember Weihnachtsfest für viele Fische, die in einer Partnerschaft sind. Dreieckskisten, Vierieckskisten, ja, die Menschen, die sich trennen oder die Menschen, die trotzdem in einer Partnerschaft sind, aber ihr habt trotzdem noch andere Energien. Ja, macht es so, wie ihr für richtig haltet. Ich halte mich da raus, das liegt nicht in meiner Verantwortung, darüber zu richten, ganz im Gegenteil. Ihr werdet geführt von der geistigen Welt. Ihr werdet auf die Probe gestellt, okay? Und hier geht's darum, wer hat den längeren Atem, wer was macht auf dem Herzen, wer möchte sich wie teilen, okay? Fische, es wird ein mega toller Monat, ja, für Berufstätige, für Berufe zu suchen. Vorsichtig nur mit Überforderung, ja? Gib dir die Stabilität und die Sicherheit, die du brauchst, und nicht die Außenwelt. Höre immer auf deine Intuition. Ein spirituelles Erwachen kommt, vor allen Dingen für die Witwer, für die ältere Generation, für alle, die ihr Liebe sucht, ja. Also schreitet nach vorne. Habt ihr Bock, Weihnachten woanders zu feiern? Macht es, egal was ist, ja. Aber vorsichtig, die Versuchung, die Untreue, Geheimnisse, Lügen sind hier vor ganz im Alarm drin. Sei ein bisschen achtsam. Aber wenn du alles richtig machst und voll, ne, im Plan bist, wird es hier Gespräche geben, noch und nöcher, die zu deinem Gunsten sind, aber du wirst auch mega geile Energien anziehen, ja, die du brauchst. Das Rad des Schicksals sagt, wir nehmen jetzt das Schicksal in der Hand, okay? Und wir lassen uns inspirieren von der Liebe, von dem Glück. Wir sind sehr kommunikativ und schwimmen auf dem Floß der Liebe, der Wahrheit, des Erfolges und geben uns im Monat Dezember die Möglichkeit, einfach glücklich zu sein. Und das möchte ich auch so lassen. Fische, die Zahlen. Mache aus denen, was du möchtest. Die 4 und die 7 können die 47 sein, die 74, ja, können aber auch die 11 sein. 1 und 1 sind wiederum 2. Also die 4, die 7, die 12, die 2, die 20, die 21, die 8, die 10, ja, die 14,
die 20, die 23, die 25 und nochmal die 7, die 21. Ein paar Buchstaben. J, Z, L, E, I, O, P, R, W, M, X und Q. Passe die Buchstaben an, auf was auch immer. Wenn die Buchstaben nicht passen, lass sie ziehen, dann sind sie für jemand anderen. Fische, wichtig ist einfach nur, dass du weißt, okay, öffne die Türen für alles, was gesund ist. Schließe die Türen für alles, was nicht gewollt ist. Du wirst inspiriert, du wirst geführt. Das Rad des Schicksals sagt, ab nach vorne. Wir gehen die Geschichte an und es wird ein tolles Dezemberfest 2022, um ein noch schöneres, zwar 2023, anzugehen. Fische, alles Liebe. Danke für deine Kommentare, für dein Like, für dein Abo, für das Glöckchen zu drücken. Private Legung, schreib mich an. Und ich gebe dir zeitnah noch Informationen, Fische, wie du mit mir eine Legung buchen kannst, okay? Gib dem Leben die Farbe, die dich glücklich macht. Öffne die Pforten, ja, für alles, was kommt. Und schließe die Pforten für alles, was nicht wichtig ist. Also, bis dahin, Fische. Wir hören uns. Bye.